So, da bin ich wieder zu Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Dies wird wahrscheinlich ein kurzes Video. Ich habe euch jetzt mal die Glutfänge vorweggenommen, weil das ziemlich viel Lauferei war und deswegen habe ich das mal offscreen gemacht. Wir mussten eigentlich genau das machen, was Flink gesagt hat. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Zwergenstatue, mit der wir beim ersten Besuch in den Glutfängen nichts anfangen konnten. Da mussten wir die drei Schlüssel einsetzen und dann zu diesem komischen Wattwurmgebilde, das da mitten auf dem Berg ist. Und ja, wie sich herausgestellt hat, war das eben eine Karte von Fastholme. Und ganz unten links bei der Karte war dann so ein Flämmchen. Und das hat dann eben den Ort markiert, an dem wir die Karte nach Tychondria, nee, den Schatz von Farnhardt suchen sollen, genau. Ah, ihr seid es wieder. Und das werde ich jetzt Flink mitteilen. Ich bin aus den Glutfängen zurück. Habt ihr euch gemerkt, wo der Schatz liegt? Ja. Ich hoffe es. Gut, dann geht so schnell wie möglich nach Fastholme und bergt ihn. Das Versteck ist jetzt offen. Ihr erkennt es an den knöchernen Wächtern, die es bewachen. Sie sind Farnhards treue Garde. Super. Und bewachen den Schatz bis über den Tod hinaus. Wie viele knöcherne Wächter? Na? Dem Buch zufolge bestand die Garde aus 15 Skeletten. Das sollte kein allzu schwerer Kampf sein. Er hat gelogen. Ich breche auf, sobald ich bereit bin. Er hat gelogen. Ich könnte ihm den Kopf umdrehen. Den Hals dazu. Diese Pause, kurz bevor er 15 Skelette sagt, das kann nur gelogen sein. Wir werden es wahrscheinlich mit einer ganzen Armee zu tun haben. Das Video ist deshalb zu kurz, weil ich wahrscheinlich dann anfangen werde, ein Lager aufzubauen und das dauert wieder eine Stunde und dann brauche ich ja auch wieder Armee, um da was ausrichten zu können und deswegen werde ich das Video dann beenden. Und das ist dann auch das Letzte, was wir erledigen müssen, bevor wir endlich zum Abgrund können. Ich werde schon mal das Monument aktivieren. Und dann werde ich mit Blondie gucken gehen, ob ich eventuell sogar alleine was erreichen kann. Also das Versteck müsste irgendwo hier unten sein. Ihr wünscht? Was wollt ihr? Schon mal dahin so gut wie erledigt. Da haben wir auch Stein, da haben wir auch Mondsilber. Hier haben wir zum Glück mehr Ressourcen als im Wintertal. Weit mehr Ressourcen, was ist das? Schattenbestie. Was sind das für Viecher? Kommen die auf einmal her? Die waren beim ersten Mal noch nicht hier. So, die sammeln Stein. Gibt es Arbeit? Da haben wir Eisen, das ist schon mal nicht schlecht. Eisen haben wir auch da. Schon unterwegs. Das Steinvorkommen hier zählt also zusammen. Okay. Gut, wenn wir Flinks Aussage als Vorlage nehmen. Er hat gesagt, 15 Skelette. Ich behaupte, es ist mindestens das Doppelte. Mindestens. Eigentlich müsste das hier sein. Ich sehe hier aber nichts. Butter, Chef, Busse, Butter. Fuck. Das sind die Stufe... Ah! Ah! Okay, gut. Blondie ist also schon mal gefangen. Wunderbar. Und los. Fresh ans Werk. Ihr wünscht? Oh, wie machen wir das? Das sind so viele und die sind so stark. Es sind auch ein paar Schwache dabei, aber größtenteils sind das echt
Wieso habe ich die Truhe nicht genommen? Stufe 27 Viecher. Und das hier wird der Anführer sein, Knochentänzer. Schabelaber. Oh mein Gott, auf was habe ich mich da eingelassen? Flink, du mieser Penner. 15 Skelette? Ich sag ja, das sind mindestens das Doppelte. Lebensraub, was war das für ein Zauber? Irgendwas, was ich benutzen kann. Nö. Soll ich mal versuchen, da durchzubrechen? Die Frostskelette schaffe ich. Und die Schwachen, die dabei stehen, auch. Aber diese ganzen 27, ja. 27. Skelett-Champion. Blondie trifft ja auch leider nicht. Das ist auch noch ein Problem. Was steht an? Was wollt ihr? Kleines Haupthaus. Danke. Das wird ein Meisterwerk. Okay, ich erkenne gerade. Dass ich im Einzelkampf gegen die gewinnen sollte. Das ist ein Hinterhalt. Allerdings sind das einfach zu viele hier. Champion, Champion, Champion. Das sind zu viele, als dass ich die alle alleine schaffe. Da brauche ich wirklich eine Zwergenarmee dann für. Aber da kann man mal sehen, wie stark Blondie eigentlich ist. Hol ich mir wieder ein bisschen Leben zurück. Was wollt ihr? So, ich brauche als nächstes ein Steinmetz. Gibt es Arbeit? Die 10 Minuten mache ich jetzt voll, beziehungsweise. Es lohnt nicht, da ein kürzeres Video draus zu machen. So, Steinmetz. Lied half zur Ehre. Weg mit dem Penner. Ja, jetzt haben wir hier noch zwei Scharfschützen vor uns. Und der lachende Tod, das wird ein Zauberer sein. Er hat auch einen Stab in der Hand. Lasst uns anfangen. Schade, dass wir hier das Helden-Monument nicht haben. Denn dann dürfte das eigentlich... Es würde dann sehr einfach sein. Ich probiere mal, ob ich die drei... Oh mein Gott. Die Linien müssen halten. Der lachende Tod muss ganz dringend weg. So. Jetzt habe ich die kleine Aussicht auf Erfolg. 250 Schaden. Was für ein Zauber war das? War das Todesschlag Stufe 12? Ich höre. Das ist das, was ich mir noch am ehesten vorstellen kann. Was ist ansonsten so krank? Krank stark. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer! Also das ist eigentlich Blondies einziges Defizit, dass sie nicht trifft. Also, teilweise echt nicht oft. Dann aber irgendwann 10 Mal hintereinander.
Haben wir hier unten dieselbe? Hier haben wir sogar weniger. Lachender Tod und Champion. Ja, also an sich in einer etwas größeren Armee. Sollte das was werden. Ihr wünscht gemacht. Was wollt ihr? Die Mine darf hier natürlich nicht fehlen. Ja, das mit der Armee und mit dem Lager, das mache ich dann nach und nach. Gibt es Arbeit? Wie gesagt, wir haben hier mehr Platz. Das ist unser Vorteil auf der Karte. Nied half zur Ehre. Und mehr Rohstoffe haben wir auch. So, Drachenbann. Fangen jetzt an. Lasst uns anfangen. Kann ich denn schon eine Mondsilbermine? Kann ich auch gibt gleich. Gibt es Arbeit? Haben wir sonst noch irgendwo einen Steinvorkommen? Ich glaube nur hier hinten. An sich könnte ich das ja aber da hinten auch. Wenn da Rohstoffe sind, dann kann ich das eigentlich auch aktivieren. Kann ich ja mit dem Seelenfels direkt hin. Ich muss unbedingt irgendwas gegen diese Scheißfliege tun. Ja, das Video cutte ich jetzt erstmal und beim nächsten Mal haben wir dann eine volle Armee. Bis dann.